Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind bei dem Paladin, werden aber gleich das Weite suchen, denn wir haben einen Auftrag. Und zwar müssen wir eine verschwundene Patrouille finden. Und lol, das ist eigentlich genau dort bei dieser Satellitenstation, wo wir vorher die Supermutanten besiegt haben. Irgendwie ist mir da aber kein Lebenszeichen von denen aufgefallen. Vielleicht dann jetzt, da wir questmäßig ein bisschen noch was freigeschaltet haben, hätte können, vielleicht eventuell. Mal schauen. Vielleicht gibt es noch eine Überlebende. Es wäre echt schön. Nach 3 Jahren befürchte ich aber allerdings eher nicht, denn woher das Essen nehmen? Woher die Verpflegung? Woher das Trinken? Trinken noch vor Essen. Wenn man 3 Tage nichts trinkt, dann stirbt man, weil man vertrocknet. So hat man mir das eben erzählt. Gut. Ich denke, hier lang. Vielleicht sind hier jetzt auch wieder Supermutanten nachgespawnt. Zwecks Quest oder so. Oder es bleibt... Na, da ist schon der erste Gradler. Wer schweigt? Jawohl. Was für eine sinnlose Verschwendung von funktionstüchtiger Technologie. Sehen Sie sie nicht? Ich weiß gerade nichts. Oh! Hat sie gerade echt wirklich Arschloch gesagt? Alter! Das sagt man doch nicht! Versteht immer Arschloch. Wahrscheinlich sagt sie echt eh was anderes, aber ich verstehe immer Arschloch. Ja. Hm. Zu meiner Verteidigung. Ja. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH5-09. Lesen. Yeah. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen, wenn schwerer zu entdecken. Das ist schön. Ja. Wow. Okay, ich wollte mal wollen, ob man den aufschießen kann. Nein, das war natürlich wieder mal die falsche Taste. Beziehungsweise der Mausknopf, der Elendige. Hallo. Ich will das aufkriegen. Der mir da schon wieder... Ja. Und so. Ne? So. Ja. Upsi. So. Ja. La la li, la 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 la. Gegner? Nix Gegner. So, wo soll denn jetzt wo sollen die gnädigen Herrschaften sein? Das ist hier die Frage. Da drüben müssen wir noch rauf, ganz fix. Da liegt er. Aber irgendwie sind die schon cool designt, oder? Der hat sich sogar einen Hut gebastelt. Aber so ein Cowboy-Hut hätte ihm jetzt echt gut gestanden. Muss ich schon sagen. So ein Hulk. So ein moderner Hulk, ne? Das gibt's nicht immer. Okay, da kann man hin. Gut. Deine Zeit ist abgelaufen. Da liegt echt wer. Bitte was? Ja, wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Das war's? Ich glaube, der ist gestorben. Ich glaube, der ist gestorben. Schaut so tot aus. Gelehrter Ferris, Holoband. Die Holomaske gibt es dazu, Fusionszellen, Lasergewehr, Rüstung des Einsatzgelehrten. Stimpack, aufbereitetes Wasser, das hat ihm scheinbar alles nichts mehr geholfen. Notrufsender, nehmen wir alles gerne mit. So. Dann hören wir uns doch mal das Holoband an, ne? Tarchin.
Nein, nichts Daten. Da. Diverses. Scheiße, wie hieß das jetzt schnell? Es wird weiter oben sein, ne? Warte mal kurz. Wie heißt du? Wo ist er denn? Da. Gelehrt. Richtig, gelehrt. Ein Gelehrter. Herrschaftszeiten. Also mit G. Also rauf hier. Geht das so irgendwie schneller? Nö. Holoband vom Gelehrten so und so. Vielleicht zuerst noch bei H vorbeischauen. Holoband. Nein. Gelehrter. G, G, G. Gelehrter Ferris. Die Holomarke ist das schöne Holoband hier. Hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Alles, was zählt. Oh je. Ach, Schande. Untersuche den Bunker. Wobei deine Haxen schauen aber eh schön aus. Vielleicht war es auch nur Männerschnupfen. Dieser Männerschnupfen, der ist so fies. Das ist ungut. Der Bunker. War so weit oben? Ja. Ich glaube, hier ist am besten, oder? Oder da und so querfeld einlaufen, ha? Ist eigentlich eh komplett wurscht, wo. Einfach mal machen. So. Ja, das Level Up kommt immer näher. Das schaffen wir heute bestimmt noch. Mua. Dann wird die Ausdauer geskillt, sofern ich den Skillpunkt anfinde. Oh ja. Wohin? Da lang, ne? Ha? Oh je, Madonna. Oh je, oh je. Level Up erreicht. Was? Na, wie schon. Wo ist denn die Hundstöhle jetzt hin? So wird das nix. Aber jetzt vielleicht. Nix da. Irgendwas habe ich jetzt gerade erwischt. Jemand? Da drüben. Nanu, na nicht weglaufen. Jawohl. Hä? Hallo, hallo. Des Giftmischers Lederrüstung rechtes Bein plus 25 Giftresistenz. Boah, das ist nicht so schlecht. So, dafür wird jetzt ordentlich Munition verballert. Hoi, Reka! Den Mais nehmen wir gerne mit. Was? Da ballert noch jemand. Der Ernst jetzt. Diese Kratler. Entschuldigen Sie, aber ich habe der Feind jetzt hier drüben.
Ja, wenn ich ihn sehen will. Ah, da oben ist er. Meine Güte. Ja. Weg ist er. So, dann gehen wir mal da rauf. Brust, gut. Ja. Hallo. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir da noch drin? Patrönchens. Oh la la. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Patrönchens kann man nicht genug haben. Bam. Bam, 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 bam. Dann rennen wir da noch rauf. So. Haben wir es dann hier? Das wäre ganz toll, nämlich. Was haben wir hier noch drin? Zwei Steambags. Yay, yay. Eine Quantum. Eine Nuka-Cola Quantum. Eine Nase juckt, Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Ja, wir müssen immer noch da lang. Was? Ja, wo kommst denn du jetzt her? Also das ist jetzt ja mehr als komisch, oder? Das ist jetzt aber schon mehr wie, als wie komisch. Du Schrotthaufen, du Schirrer. Wo ist denn hin? Da. Echt mehr als wie komisch. Sind ja noch Roboter auch unterwegs, oder was? Hm. Auf jeden Fall müssen wir da lang. Hoi, Deka! Was haben wir da? Melünchens nehmen wir auch mit. Ich glaube, wir können wieder schwimmen gehen. Ui, das sind auch noch ein paar Melonen. Ich komme mir gerade vor wie bei so einem Minecraft-Spiel, ne? Da rennst du irgendwo in der Gegend rum und das Erste, was du siehst, ist eine Melone! Da wird schon wieder geballert. Hört sich nach Bruderschaft an. Der hat auch gut geparkt. Der braucht nie sein Auto waschen. Das wird immer sauber sein. Innen und außen, wie man sieht. Ui! 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 Ui, eine Blume. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume, Blume. Viech? Na, hat nur so ausgeschaut. Ich habe gedacht, da wäre ein Viech. Na, ja, die Blutblattileins. La, la, die Blutblättelchens. Irgendwie darüber, ne? Was zum Teufel? Warum ist schon wieder eine Meierlord-Königin? Das gibt's ja nicht. Wer kämpft denn da gegen die, bitte? Die hat's getroffen. Alter, 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 alter. Jawohl! Hin ist sie. Schande. Wow! Ist jetzt bis da nach unten gerollt? Echt eine geile Geschichte. Leitlens, das war jetzt echt super. Aber einfach mal so mit der Buffe niedergeballert. Früher undenkbar. Was ist denn das für eine Waffe? Ach so, vom Rudel. Wie? Von unseren Raidern? Oh je. Du trägst zu viel mit dir rum. Hm, da ist Kotze. Rudelabenteurer. Oh je, da kriegen wir vielleicht Ärger. Edda, ich brauch dich kurz, bitte. Du bist so lieb. Du bist so lieb. Das behalten wir.
kann sie schon mal haben. Oh je, da ist ein Mitglied von unserem Raider-Rudel da umgekommen. Ja, das ist natürlich nicht so schlau, wenn man sich mit einer Meierlurk-Königin anlegt. Ah, hoppala, die brauchen wir noch. Eventuell. Ach, ist ja wurscht. So, das kriegen wir wieder zurück. Der Mais. Wieso tue ich eigentlich das? Ich depp. Sehr Blödsinn. Schrott wäre ja besser. Ich bin so doof, lala, lala. Ich bin so doof, lala, lala. Ein wilder Ghoul. Grausliches Viech. So, wir müssen weiter. Und zwar darüber. Aha, darüber, rüber. Ist das ein Auto auf dem Baum? Naja, warum nicht? Das ist ein natürlicher Parkplatz, ist das, genau. So, ich wollte noch da ein paar Blümchen holen. Da. Ui, kommen wir da hoch? Ui, ui. Ui, zwei. Wie sind da die Autos rauf? Hirnpilz. Oh, wir haben hier einen Skorpion. Ja, sag einmal. Oh, Entschuldigung, Alter. Der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Tja, wer auch immer hier gekämpft hat, hat das zum letzten Mal gemacht. Ekelhaft. Man sollte vielleicht auch nicht mehr campen gehen im Commonwealth. Was ist denn das? Ein Verkäufer. Der hat sich gleich mal versucht, unter die Erde zu verstecken, aber es hat nicht ganz gereicht. Dadurch, dass seine Füße noch draußen stehen, sind die Skorpione auf ihn aufmerksam geworden und haben ihn umgehauen. Jawohl, so muss das gewesen sein. Na nü, wo ist denn der zweite hin? War doch. Ah, da drüben ist er. Ich glaube, da unten geht's weiter. Ich sollte vielleicht auch mal wieder speichern. Ich speichere mal sicherheitshalber. So, neuer Spielstand. Gut. Alter, wie weit ist denn das noch? Oh, Blume. Wieder hier hoch? Kommen wir überhaupt hier rauf? Hier drüben vielleicht. Wie eine Bergziege. Oh. Da, hm? Aufklärungsbunker. Tada! Heureka! Na toll, ob da noch jemand lebt. Sicherheitstürsteuerung. Öffnen bitte. Das ging ja mal einfach. Oh! Der lebt ja echt. Servus, Brandis. Keine Bewegung. Kein Schritt weiter. Sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Was kommt da gerade? Behemoth. Ein Behemoth. Wie kommt denn dieses Scheißviech denn jetzt hierher? Bist du deppert? Alter. Töte ihn? Warum? Hä? Hallo? Warum? Ausgezeichnet. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Wieso denn?
Scheiß Behemoth, jetzt wenn ich nicht lesen, nicht verstehen kann, was der eigentlich wollte. Wahrscheinlich ist er nur sauer, weil wir ihn zu spät geholt haben. So wird's sein. Ich muss mir das nachher noch anhören, was der da gemeint hätte. Das ist schon kacke, ein bisschen, ne? Hätte er eigentlich da jederzeit raus können? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwie tut er mir jetzt leid. Wahrscheinlich noch irgendwie gerade so genug gehabt zum Leben, ne? Essenmäßig. Fusionskern! Jawohl! Klebeband. Das nehmen wir alles gerne mit. So. Koch von der Topf. Da haben wir auch noch was. Jo. Perfekt. Na, großartig, ne? Es ist ja unglaublich. Können wir aber schon wieder zurück. Wir dürfen schon wieder zurück. Zu den Paladinchens. So, na dann. Nichts wie dorthin. Ach ja, genau, stimmt. Wir dürfen auch skillen. Werden wir gleich den nächsten Skillpunkt machen tun. Ja. Bam, 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 bam. So, ja. Also, den Skillpunkt mal als erstes. So, wo bist du denn, liebe Ausdauer? Da sind wir eigentlich schon recht flott beieinander, ne? Das scheint dir schon zu passen. Dann, ach ja, stimmt, Waffenfreak, das solche Sachen werden schon fast wichtiger. Schmied. Einen Schmied. Wo war denn der Schmied? Stimmt, das mit der Ausdauer muss ich derweil sein lassen. Wo zum Teufel ist der Schmied? Genau. Bist du der Schmied? Du bist der Schmied. Unbedingt. Schmied brauchen wir schon so dringend. Ihr braucht es nämlich auch zum Teil für die Powerrüstung. Jo. Genau. Passt. Schmied ist wichtiger als die Ausdauer. So, nichts mehr rein hier. Mit der Verletzung solltest du. Ja, ja, machen wir gleich. Ich esse dann gleich wieder was. So, lala. Nichts mehr runter. Hey, Chefchen. Und zwar, pass auf. Gibt es Neuigkeiten? Jo. Bericht, sarkastisch berichten, Überreste gefunden. Ich habe meine Untersuchung zum verschwundenen Team abgeschlossen. Es gab keine Überlebenden. Alles gute Soldaten. Und Brandis? Konnte er überleben. Brandis hat mich angegriffen, tot. Den Verstand verloren. Paladin Brandis hat mich angegriffen. Hat überlebt, aber er hat mich angegriffen. Ich musste mich verteidigen. Nach all dem. Verdammt. Nun gut. Gibt es sonst noch was? Erinnerung an Sie, Holomarken, Holobänder, eigentlich nichts, Holomarken. Was soll ich mit den Marken machen? Ich nehme sie. Die Bruderschaft wird sich an ihr Opfer erinnern. Möchtest Holobänder? Du ihre Holobänder haben? Danke. Ich sorge dafür, dass die Angehörigen sie erhalten. Erinnerung an Sie? Die Bruderschaft ihrer Gedenken. Sie haben sich der Mission tapfer gestellt. Sie haben ehrenhaft gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Sie lebten und starben gemeinsam. Als Brüder. Das bedeutet es, ein Mitglied der stählernen Bruderschaft zu sein. Sehr gut. Das wär's. Das ist alles. Eigentlich nichts. Das ist alles. Ich schreibe einen Bericht für den Ältesten. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit Würde. Was?
Okay. Standhafte SP-Kampfrüstung Harnisch verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35 Deichsel. Die ist echt gut. Das war keine einfache Mission, Ritter. Gut gemacht. Im Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Internes Vergehen? Die Gelehrten sollten sich kümmern. Sicherheitsrisiko. Kleindiebstähle. Internes Vergehen? Gibt es Verdächtige? Wir reden hier über Verrat. In solch einem Fall ist man sich sicher oder nicht. Bis dahin ist jeder ein Verdächtiger. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Ei, Captain. Mehr Details? Geheim halten? Ja, zu beschäftigt. Sollte noch etwas wissen? Gavil erklärt dir die Einzelheiten, aber ich finde am seltsamsten, was gestohlen wurde. Rationen. Nur Rationen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es ist seltsam. Ratschläge? Geheim halten? Ja, zu beschäftigt. Weitere Ratschläge, Captain? Verfolge jede Spur, schau dir alles an, egal wie unbedeutend es ist. Denk dran, Verrat ist eine schwere Anschuldigung. Sollte jemand in der Bruderschaft dafür verantwortlich sein, brauche ich Beweise. Okay. Ja, Sir. Zu Befehl. Ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Ja, warte, ich trete gleich und... Jui! Ja. Da gehen wir wieder rauf hier, ne? Was? Ja, gleichfalls. Wie? Also, wir müssen zum Flughafen. Okay, dann schauen wir doch mal, oder? Da gibt es so viel Quests. Es gibt hier so viel Quests. Wir werden niemals fertig, denn es gibt ja so viel Quests. Oder eine Wörtchenwörtung geschubst hat, das ist mal eine echte Herausforderung. Ja, wenn du meinst, du solltest mal gegen so einen Behemoth kämpfen, das ist eine Herausforderung. So, wir gehen zum Flughafen. Oder wir porten uns, besser gesagt. Zum Flügelchenhafen, lala, di dam, ram di da dam da ram bam, bam bam. So. Unser geliebter Ladebildschirm wieder. Beziehungsweise der kleine Bruder davon. So. Hallo. Ich muss da mal rein und so, ne? Schwester. Ja, gleichfalls. Bruder. Wer ist jetzt der arme Tropf, den wir hier... mit dem wir hier quatschen sollen? Da. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Jo, darf ich raten? Captain Kerls hat dich geschickt. Ei. Du hast das Sagen. Fehlende Vorräte. Ja, sie sehe mich um. Du das hast hier das Sagen. Hast du hier das Kommando? Hab ich. Und du bist wegen der verschwundenen Vorräte hier. Besprechen wir das lieber unter vier Augen. Komm mit. Ei. Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Britwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Ja, und warum habt ihr den dann noch nicht entdeckt? Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden. Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Sehr freundlich. Wo anfangen? Fehlende Vorräte, Logistik, erledigt. Wo anfangen? Eine Untersuchung beginnen. Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren.
Okay. Lucia und Clark? Clark kennt etwa? Nicht, dass der uns noch wegfliegt. Lucia und Clark? Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Okay, fehlende Vorräte. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man dem Gelehrten glaubt. Oh. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Kram. Logistik? Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert, oder meine? Hast du etwa Dreck am Stecken? Wen haben wir hier? Hallo, bist du der Clark? Ich brauch Licht. Ich hab Sergeant Gabriel schon alles gesagt. Ich brauch mal Licht irgendwie. Hast du mit Gabriel gesprochen? Hast schon mit Gabriel gesprochen. Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Sicherheitsmaßnahmen. Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren. Sicher? Nichts kommt Glaubst rein? Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, ich habe vom Transmitter des Instituts gehört. Aber selbst wenn sie reingelangen, kommen sie nicht wieder heraus. Ja, und wie sind dann die Vorräte bitte verschwunden? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Logistik. Von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute. Irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Port der Tegan auf der Pridwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Aha. Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Oh. Dann das da. Ich danke dir. Ritter. Für dich. Dann noch die Lucia. Ich brauch Licht. Wer bist du? Angeblich hat sich Alistair Maxson die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. Oh. Das ist dann dumm gelaufen, ne? Hallo, Lucia. Kupferdraht, Kupferdraht. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Zeit für Fragen. Zeit für ein paar Fragen. Oh, du musst wegen der verschwundenen Vorräte hier sein. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Sicherheitsmaßnahmen. Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Fehlende Vorräte. Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Verschwundene Röhren? Verschwunden. Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Tegan und seine Gelehrten sind sehr gründlich.
Maximal ein, zwei Kisten, aber nicht so viele. Logistik? Wie ist es so in der Logistik? Ja, nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Was ist Clark? Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir waren immer befreundet. Bis vor kurzem. Warum? Was ist passiert? Was ist passiert? Ehrlich, ich weiß es nicht. Scheiße. Er ist in letzter Zeit distanziert. Tut mir leid, ist wahrscheinlich nichts. Mist. Naja, was ist das erledigt. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also, wo war ich? Mist, verflixter. Ich hatte echt gehofft, da wird was gehen. Wo ist er hin? Wieder zurück zu Sam? Ja, natürlich. Seine technologischen Monster müssen in jedem Preis aufgehalten werden. Nichts gefunden. Naja, so schlimm sind sie nicht. Zeitverschwendung. Also, ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Pritwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Ich glaube, das wär's. Das ist alles. Tschüss. Stinky. Keine Milch. Naja, jede Koje. Dann, das wird jetzt dann etwas viel, oder? Aber uns wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Wo sind die Kojen? Nix? Also der ist freundlich. Dem könnte man schon wieder ungeschaut einmal wohin treten, echt. Sollen die jetzt sein, bitte? Warte kurz. Müssen wir etwa Bericht erstatten? Suche nach Beweisen. Na, das müsste so sein, ne? Jetzt muss ich mal die Kojen dafür finden. Das schaut mir jetzt aus, als wenn da Kojen wären. Werden sicher da dabei sein, oder? Die müssen ja fast da dabei sein. Nö. Das ist schon wieder toll angezeigt, wirklich. Na, da ist nichts, irgendwie was versteckt, eine Tür oder so. Na. Da oben vielleicht? Hallo? Da oben vielleicht? Na, da ist nur der Landeplatz, ne? Ja, Forschungspatrouille. Einsatzgeräte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Ui, was haben wir da? Nur so ein Wachdingens, ne? Ach, Edda, hilf mal suchen. Wo sind die Kojen? Wo sind die Kojen? Ich muss da rein? Na gut. Muss ich dann doch da oben? Ach so, natürlich, die Kojen werden oben am Schiff sein, ne? Entschuldigung. Natürlich sind die oben am Schiff. Da drüben. Da schlafen ja alle drin. Ja. Ja, keine Zeit. Nichts, wir haben keine Zeit. Da hast du recht, wir haben keine Zeit. Natürlich, oben drum. Natürlich sind die Kojen alle da. Wo werden sie sonst sein? Ich habe gedacht, dass die unten ihre eigenen Bereiche haben zum Pennen, damit sie nicht so weit vom Arbeitsplatz, ne, nach Hause können. Nein. Achtung an sämtliches Personal. Bitte denken Sie an Ihre Brüder und Schwestern unter Ihnen.
Verstauen Sie auf dem Flugdeck sämtliche Ausrüstung gründlich. Danke. Jawohl, wo geht's da jetzt? Ach, hier. Servus. Das sind die Kojen. Gut. Na fein. Dann würde ich sagen, dann werden wir die Kojen, die Kisten dazu jedenfalls, zu den jeweiligen Kojen, das ist echt lustig, durchsuchen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!